Herzlich willkommen zu 5 gruselige Legenden über Kreaturen, die vielleicht wahr sind. Bigfoot, Loch Ness und der Yeti sind gruselige Kreaturen, die es vielleicht oder vielleicht auch nicht auf der Welt geben soll. Und wir alle kennen diese dutzenden Geschichten, Beweisvideos und Bilder und vieles mehr. Doch abgesehen von ihnen gibt es noch dutzende weitere Wesen, die schon mehrfach gesehen wurden und das auch hier in Deutschland. Hier kommen jetzt einige Beispiele für euch. Viel Spaß. Spring-Heeled Jack. Die erste Kreatur wurde mehrfach in Deutschland und England gesichtet, meistens im Mittelalter, doch es gibt mehrere Fälle aus den letzten Jahren, die ebenfalls behaupten, dass eine Kreatur wie Spring-Heeled Jack nachts durch die Straßen wanderte. Spring-Heeled Jack ist eine Person, die häufig als Teufel beschrieben wird. Augenzeugen berichten davon, dass die Kreatur Hörner, lange dünne Beine, Klauen als Hände und rote Augen hätte. Außerdem trägt sie einen seltsamen Anzug. Diese Kreatur sei mitten in der Nacht vor ihnen aufgetaucht und danach direkt weggerannt. Dabei, wie der Name vermuten lässt, sprang er über jegliche Zäune, Autos oder was auch immer in seinem Weg war und entschwand so innerhalb weniger Sekunden. Manche Leute sprachen auch davon, angegriffen worden zu sein, doch diese Behauptungen konnten weder belegt noch widerlegt werden. Wenn ihr aber in England oder Norddeutschland lebt, so kann es passieren, dass ihr eines Nachts vielleicht dem Spring-Heeled Jack begegnen werdet. Mothman. Viele kennen Mothman, eine Kreatur, die halb Mensch und halb Motte ist. Sie soll 2 Meter groß sein, eine Flügelspannweite von bis zu 5 Metern haben, riesige leuchtende Augen im Gesicht besitzen und einen Schrei haben, der jede Person das Fürchten lehrt. Doch viele Leute glauben, dass Mothman lediglich eine Creepypasta wäre, doch das stimmt nicht. Lange vor der bekannten Creepypasta gab es bereits Fälle, wo Mothman gesichtet wurde. Leute sahen in den verschiedensten Ländern diese Kreatur. So gab es Meldungen aus Brasilien, Frankreich, der USA, Schweiz, Norwegen und auch aus Deutschland. Leute berichteten davon, Mothman gesehen zu haben. Manche sagten, dass das Leuchten ihrer Scheinwerfer die Kreatur vors Auto lockte. Andere glaubten, es an Gebäuden hängen zu sehen und wieder andere sagten, dass die Kreatur vor ihrem Fenster flog und versuchte, ins hell erleuchtete Zimmer zu gelangen. Es gibt sogar Meldungen, die mehrfach behaupten, dass diese Kreatur in Berlin gesichtet wurde. Doch Beweisfotos von diesem Ereignis gibt es derzeit leider keine. Auch wenn Mothman an sich nicht bösartig ist, wenn ihr im Sommer eure Fenster geöffnet lasst und das Licht anhabt, passt gut auf, denn ihr wisst nie, was nachts in eure Wohnung fliegen könnte. Das U28-Krokodil. Die folgende Geschichte wird als eine der 5 glaubhaftesten Geschichten eingeordnet, die es je gab. Sie fand im Ersten Weltkrieg, Kilometer vor der englischen Küste statt. Dort versenkte die U-28, ein deutsches U-Boot, gerade ein Schiff der englischen Flotte. Dies wäre ein Routineeingriff gewesen und obwohl es grausam war, wäre es jetzt nichts Erwähnenswertes. Doch was dann geschah, erschütterte die Crew der U-28. Denn plötzlich hörten sie unter Wasser eine Explosion. Dies geschah vermutlich, da der Wasserboiler des Schiffes gerade explodierte. Und dadurch gelangten Luftblasen an die Oberfläche. Doch es kam etwas weiteres zum Vorschein. Die Besatzung sah, wie ein gigantisches krokodilähnliches Wesen aus dem Wasser in die Luft für einige Sekunden katapultiert wurde, bevor es dann in einem großen Platscher wieder im Wasser verschwand. Noch am selben Tag schrieb der Kapitän Baron von Forstner dieses wichtige Detail in sein Tagebuch. Doch die Crew bewahrte Stillschweigen. Da sie selbst nicht genau wussten, was sie sahen, ob es eine gegnerische Attacke war oder was auch immer. Erst Jahre später, als die Nationalsozialisten 1933 schon in Deutschland auf dem Vormarsch waren, schrieb Baron von Forstner in einer Zeitschrift von dem riesigen Monster, das sie gesehen hatten. Zoologen sind sich sicher, dass dieser Fall kein Zufall war und auch keine Erfindung, sondern eine urzeitliche Bestie, die vielleicht immer noch in den Gewässern zwischen Deutschland und Großbritannien lebt. Also, wenn ihr mal aufs Meer rausfahrt oder an der Nordsee schwimmen geht, seid vorsichtig, was unter euch sein kann. Die Meerjungfrauen. Bevor ihr euch wundert, wieso Meerjungfrauen gruselig sein sollen, passt auf. Wir alle kennen die Geschichten von wunderschönen Frauen, die halb Mensch, halb Fisch sind und Muscheln besitzen, die auf magische Weise an ihren Körpern haften. Viele verbinden damit glückliche Gedanken und dass diese Wesen nicht grausam oder mörderisch sind, doch das stimmt nicht. Es gibt mehrere Arten von Meerjungfrauengeschichten und die meisten von ihnen gehen nicht gerade gut aus. Es gibt so einerseits die Sirenen. Sie sollen Meerjungfrauen sein, die auf Felsen im Meer sitzen und Besatzungen mit wunderschönen Rufen anlocken, nur damit diese dann mit ihren Schiffen gegen die Felsen rammen
und ihre Schiffe samt Besatzung im eiskalten Meer versinken. Dann gibt es Meerjungfrauen, die zu Stränden schwimmen und junge Männer ins Wasser locken, nur um sie dann zu packen und in die Tiefen des Meeres zu ziehen, wo diese brutal ertrinken. Und die letzte häufig erzählte Geschichte ist, dass Meerjungfrauen um Schiffe herumschwimmen und ihr Aussehen die Besatzung dazu bringt, sich über die Geländer des Schiffes zu beugen, um sie besser sehen zu können. Sie beugen sich so weit drüber, dass sie hinabstürzen und unter das Schiff gezogen werden, wo sie dann entweder ertrinken oder in die Schiffsschraube gelangen. Und genau diese Meerjungfrauen wurden, wie sollte es anders sein, in England, Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland und der Niederlande häufig gesehen. In England wurde übrigens letztes Jahr ein halbverwester Körper im Oktober angespült, der weiterhin Rätsel aufwirft. Es sieht aus wie eine kleine verweste Meerjungfrau. Also vielleicht ist an der Geschichte der wunderschönen Fischmenschen doch etwas dran. Der Emo. Das Edersee-Monster oder kurz Emo ist eine Fischkreatur im Edersee in Nordhessen. Es heißt, dass es in dem relativ großen See eine Kreatur geben soll, die sich von allen anderen Fischen unter der Oberfläche des schönen Sees unterscheidet. Seit 1979 gibt es jedes Jahr mehrere Sichtungen dieser Kreatur. Und die Beschreibungen sind häufig ungewöhnlich unterschiedlich. Manche behaupten, es war ein Fisch, der fünfmal so groß war, wie er sein sollte. Andere sprechen von einer Bestie mit Zehen wie ein Hai und großen Flossen. Wieder andere behaupten, dass die Kreatur sogar Beine und Arme hätte und ab und zu aus dem See kommt, um am See im Wald herumzuspazieren. Bisher konnten noch keine Nachforschungen zu dieser Kreatur durchgeführt werden. Doch häufig, wenn der Stand des Sees im Hochsommer niedrig ist oder im Winter die oberste Schicht mal gefroren ist, so soll man dieses Wesen auch ohne Probleme selbst sehen können. Also wenn ihr kommenden Sommer noch nichts vorhabt, macht eine kleine Tour nach Hessen und sucht den Edersee auf. Vielleicht findet ihr ja den berühmten Emo direkt unter der Oberfläche. Das war diese Liste. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.